Liebe Freunde, liebe Kollegen und Kolleginnen, dies ist die erste Episode von Deconstructed Stories, dem YouTube-Videopodcast über Musik, Liebe und Maschinen. Es werden hier meine Slide-Kompositionen in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt und zu neuen Erzählungen synthetisiert. Aus Social-Media-Blasen heraus, zurück in sie hinein, durch sie hindurch und transmedial über sie hinweg ins Hier und Jetzt, direkt vor die eigene Nase und dann wieder zurück in die digitale Blase. Gegen Ende jeder Deconstructed Stories Episode werden im Epilog Arbeiten von befreundeten Kollegen und Followern vorgestellt. Wie das alles funktioniert und auch wie ihr als Gast hier mitwirken könnt, dazu später mehr. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr alle relevanten Links zu dieser Episode sowie ein Outline der Videokapitel. Und nun wünsche ich euch allen eine spannende erste Episode. Hier ist eine Pyramide aus Pyramiden. Gestern habe ich diese so in ihre Form programmiert, dazu später mehr. Und bereits vor 2 Jahren habe ich diese Pyramide auf Instagram verarbeitet und gepostet. Doch ganz ursprünglich vor 3 Jahren hatte ich diese Pyramide eigenfüßig bestiegen und fotografiert. Sie befindet sich auf Jagdschloss Baum. Das ist eine spätbarocke Anlage in Niedersachsen, in einem Wald gelegen mit einer Parkanlage inklusive einem Labyrinth. Und inmitten von diesem Labyrinth steht diese Pyramide hier. Und ich hatte damals Glück mit Zeit und Raum und Sonne. Und es offenbarte sich dieser faszinierende Schattenwurf. Hier auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven, der ja sehr schön aufzeigt, wie Pyramiden zwischen verschiedenen Formen und Dimensionen vermitteln können. Also vom dreidimensionalen Körper zur zweidimensionalen Fläche über die Linie zu Punkt oben an der Spitze, dann vom Quadrat zum Dreieck und vom Dreieck zum Quadrat zurück, vom Kontinuierlichen zum stufig Quantisierten, was dann abzählbar wird und natürlich auch von meiner körperlichen Anstrengung beim Klettern hoch auf die Pyramide und dann die ästhetische Erfahrung beim Blick nach unten. Und ja, es war eine mehrschichtige sinnliche Erfahrung und die habe ich dann in mein Instagram-Werk übertragen. Zum Beispiel als einzelne Posts wie hier in Winkler.Werkverzeichnis Nummer 130 oder aber auch klanglich als Sägezahn-Oszillator in Winkler.Werkverzeichnis Nummer 97, Slide 1. Slide 1. Slide 2. Hier erklingt eine Art Countdown, der die folgenden Karussell-Slides schon mal vorzählt. Slide 8. Slide 9. Slide 10. Oder auch ein Count-Up, je nachdem, wie man will. Auf Instagram aber auch unter Winkler.Werks Nummer 45, Slide 1. Ich scroll mal mein Feed runter. 45, Slide 1. Das war diese Pyramide hier.
Und hier beinhaltet jede dieser einzelnen Stufen die Instagram-Posts eine Dimension höher. Und jedes Element beinhaltet wiederum eine Komposition in sich selbst. Zum Beispiel hier habe ich den Himmel zusammengefaltet, gewissermaßen komprimiert, bis hin ins formlose Nichts, was auch irgendwas Transzendentes hat. Und damit, mit dieser Pyramidenfaltung, kommen wir auch schon zur nächsten Pyramide. Also hier besteht diese Pyramide aus den kompletten Winkler.Works Nummer 45 Elementen. Und so wie eben noch der ganze Himmel gefaltet wurde, wird hier nur die ganze Feed-Pyramide in sich gefaltet. Also die wird hier gedreht und gewendet. Und allerdings jetzt nicht zum maximal formlosen, wie gerade eben, sondern intuitiv in Richtung von einer konkreten Gestalt. Und zwar in diesem Fall habe ich ein Vögelchen zurecht geknittert. Ja, und das hat in Photoshop dann auch noch ein Motion Blur abbekommen, damit es auch schön in Bewegung bleibt. Und vielleicht betrachtet es ja nicht nur diesen einzelnen Post, sondern den gesamten Winkler.Works Feed oder sogar die ganze Instagram-Blase von oben. Und parallel zum Vogel wendet sich hier noch was anderes, nämlich meine beiden Hände. Also hier machen sie so, hier machen sie so, hier machen sie so und hier machen sie so. Der Vogel, der quasi mystisch ins Ungewisse abhebt, die Hände sind gewissermaßen das Gegenstück. Also die Hände sorgen hier für Struktur, Mathematik, Rhythmus, also Berechenbarkeit. Diese Handgesten, die haben einen ganz konkreten Ursprung. Es handelt sich dabei um Bestandteile einer Zähltechnik aus Indien. Und zwar genau genommen aus der südindisch-karnatischen Musiktradition. Und damit kommen wir zur nächsten Pyramide. Hier sind nun einige Slides aus Winkler.Works Nummer 118 aufgetürmt. Die Handgesten von eben werden in der südindischen Rhythmik verwendet, um sich in der Zeit zu orientieren. Der eigentliche Rhythmus wird per Zählsilben dann darüber gesprochen. Und ja, wie es ein großer Zufall will, habe ich im Jahr 2018 hier im Ruhrgebiet zusammen mit südindischen Musikern das Netzwerk Konakul Deutschland gegründet. Hierzu gibt es ebenfalls einen Instagram-Account, nämlich konakul.de. In diesem Slide ist eine Partitur dargestellt, die die Wechselwirkungen zwischen meinen Accounts beschreiben. Die Partitur gibt es auch nochmal in voller Auflösung auf meiner Webseite als interaktives, augmentierbares 3D-Objekt. Ich habe das auch in Winkler.Works Nummer 181, Slide 2, Anschaulicht, ja. Link dazu in der Videobeschreibung hier unten. Da könnt ihr die Partitur auch nochmal an euch heranzoomen.
Ja, und auch auf konakol.de, da werden Pyramiden gebaut, auch als Gemeinschaftsprojekt. Zum Beispiel diese klassisch südindische Form, zusammen mit meinem guten Freund Anushant Nai Nai Vijayan. Takke dimi, takke jenu, 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 takke dimi, takke dimi, takke jenu, 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 takke dimi, takke jenu. Ja, da haben wir sie wieder, die Pyramide. Steht auf dem Kopf. Und ja, jede andere Rhythmusstruktur ist mit dieser Technik zeitlich ebenfalls quantisierbar, egal ob jetzt per Digitus Manus, also mit der Hand und den Handgesten oder digital. Zum Beispiel hier wieder mit Anushant Mir, diesmal mit Strawinsky zusammen. Ja, und diese Glocke hier, die soll mich daran erinnern, dass wir im Mai 2023 wieder eine Meisterklasse für Musikstudenten und Interessierte anbieten, wozu wir den weltweit führenden südindischen Zellvirtuosen Bisi Manjunath für 3 Tage zu uns ins Ruhrgebiet nach Essen holen. Wir haben das vor einem Jahr schon mal gemacht und jetzt machen wir es dieses Jahr im Mai erneut. Schaut mal vorbei, Link auch in der Videobeschreibung hier unten. Ja, hier im Ruhrgebiet gibt es aber noch ganz andere Pyramiden, noch viele weitere. Nördlich von Essen zum Beispiel in Bottrop, da steht eine, und zwar der Tetraeder. Ja, dort erstreckt er sich als Aussichtsturm 60 Meter in die Höhe. Seinen Aufbau habe ich hier in Winkler.works Nummer 94 grob anskizziert. Er hat als Grundfläche kein Quadrat, sondern ein Dreieck und er besitzt 3 Plattformen. Die befinden sich auf unterschiedlicher Höhe, auf 18, 32 und 38 Meter. Und auf dieser Pyramide habe ich im Sommer 2016 erkenntnispraktische Forschung betrieben. 6 Wochen lang stand ich jeden Samstag 4 Stunden auf einem dieser Plattformen und habe dort einfach und schlicht gar nichts gemacht. Ziel der Aktion war es, meine Höhenangst zu überwinden und währenddessen eventuelle ästhetische Seiteneffekte zu dokumentieren. Auf Plattform 1, also die auf 18 Meter Höhe, konnte ich zum Beispiel folgende Phänomene beobachten. Da war direkt unter mir plötzlich eine Hochzeitsgesellschaft oder an einem anderen Samstag wurde direkt unter mir
eine Konzertbühne aufgebaut. Das sah von oben aus wie Pink Floyd. Es klang auch ein bisschen so wie Pink Floyd, aber es war bestimmt nicht Pink Floyd. Ja, von Plattform 2 haben sich dann irgendwann, hat sich dann die Feuerwehr abgeseilt, ne? Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das jetzt eine Puppe war oder ein echter Mensch, der da zwischen den beiden hängt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und von Plattform 3 dann diese interessanten Kreisformationen beim Blick 38 Meter nach unten. Und ja, das Experiment war insgesamt sehr erfolgreich und eine der eindrücklichsten Pyramidenerfahrungen meines Lebens, weil ja der Körper ganz von alleine gemäß Exposition Wahrnehmungen und Interpretationen umgeformt hat. Und viele Jahre später habe ich mir dann die Fotos, die dann schon auf Instagram waren, quasi per Biofeedback nochmal zurückgeführt und habe das Ganze per Feedback-Synthesizer nochmal zusätzlich verstärkt, ja, einfach um das Ganze nochmal schön sauber nachzukonditionieren. Und der Effekt ist heute immer noch da. Allerdings müsste man schon einmal im Jahr dann nochmal so eine Höhe erklimmen. Und ja, mittlerweile kann man sowas ja auch per Virtual Reality machen, was ja auch sehr effektiv zu sein scheint. Dann hat man allerdings auch ein paar Seiteneffekte drumherum verpasst. Diese Tetraeder-Erfahrung war für mich jedenfalls der Ausgangspunkt für viele folgende meiner kybernetischen Experimente. Und heute schließt diese Tetra-Pyramide auch die erste Episode ab. Ja, im Epilog jeder Deconstructed Stories-Episode stelle ich einen meiner aktiven Follower, Freunde und Unterstützer vor. Es werden dabei auch Einblicke in ihre Feeds, Social Media Plattformen gezeigt. Und beginnen möchte ich heute mit John Starosta. John Starosta ist ein langjähriger, äußerst aktiver Unterstützer meiner Slide-Komposition auf Instagram. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war der allererste Berührungspunkt, Winkler.Werkverzeichnis Nummer 25, Slide 3, meine ich doch, genau. Temporale Äquidistanzen, das ist es noch aus meinem Feed. Conlon Nancarrow, ja, der große mexikanische Komponist, den hatte ich 2019 in einer Lecture-Performance mit dem Südindischen Netzwerk auch den indischen Musikern vorgestellt. Conlon Nancarrow hat eine sehr innovative polytemporale Kompositionstechnik am Player-Piano entwickelt und ja, begeistert und inspiriert mich und ja, John Starosta auch seit ja, langer Zeit. Und ja, zurück zu John. John Starosta, ich stelle ihn mal vor, ist Jahrgang 1961, US-amerikanischer Komponist von zeitgenössischer Musik. Er ist Musiktheoretiker und Klavierpädagoge. Starosta hat bei dem Morton Feldman-Schüler Craig Buff Komposition und Musiktheorie studiert, mit dem Schwerpunkt Serialismus und Zwölftonmusik. Und ja, mit Buff erkunden die beiden die Idee des Komponierens in einem mühelosen Geisteszustand, während die Musik sich im Schreibprozess selbst erkundet. 2011 hat John Starosta außerdem bei Anatoly Larkin erweiterte Notationstechniken studiert und verwendet heute in seinen jüngeren Arbeiten computergesteuerte Klaviertechniken, wie man hier sieht, künstliche Intelligenz und Robotik.
John Starusta ist auch Co-Founder und Komponist beim PWO Festival, der Grey Wall Studio Hall in Raleigh, North Carolina. Ja, dort werden neue Kompositionen, welche computergesteuerte Klaviertechniken verwenden, zur Aufführung gebracht. Ja, John Starusta arbeitet zudem seit 23 Jahren als klassischer Klavierpädagoge. Er studierte diesbezüglich klassisch Klavier, Klavierpädagogik, Kontrapunkt sowie Stimmbildung. Hier noch ein kurzer Einblick in einen Post von ihm zu seinem Werk Situs Inversus. Ja, weitere Tätigkeiten und Erfahrungen von John sind unter anderem 10 Jahre lang Ballett und Modern Dance, 4 Jahre als Industrieelektriker, 2 Jahre als Korrekturleser für Prozessprotokolle sowie Leidenschaften für Fechten, Tai Chi, Schach und Sprachen. Ja, lieber John, nochmal herzlichen Dank auch für deine Unterstützung auf Instagram und sehr schön, dich heute hier als Gast gehabt zu haben. Dankeschön. Dieser Deconstructed Stories Video Podcast wird präsentiert mittels meiner Software MaxScrum. MaxScrum ist ein, ja, ich nenne es ein Maximized Instagram with Transmedial Social Features. Das heißt, das komplette Environment hier ist eigentlich in Max MSP.
Der Feed hier liegt komplett lokal auf meinem Rechner. Das heißt, ich bin vollkommen unabhängig von Instagram. Und ja, dadurch können eben neue Erzählstränge quer durch meinen Instagram-Feed, durch meine Slide-Kompositionen, durch neu komponierbar gemacht werden. Und ja, das ist hier ein Langzeitprojekt. Ich werde es in den folgenden Monaten und Jahren kontinuierlich weiterentwickeln, werde live-elektronische Features hinzufügen, werde Gäste interaktiv integrieren. Ja, und dann sollte das Ganze auch im Idealfall außerhalb von allen Bubbles gelebt werden. Und zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, wie ihr diesen Podcast hier unterstützen könnt. Da gibt es sehr viele, sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Unter johanneswinkler.de/podcast beschreibe ich, wie ihr selber als Gast auch hier erscheinen könnt, so wie John heute auch. Da gibt es einen kleinen Casting-Prozess und die Chancen stehen momentan aber noch sehr gut, weil ich mit meinem Kanal ja gerade erst begonnen habe. Also schaut mal dort vorbei. Ja, ihr könnt natürlich direkt dem Channel hier subscriben, den Kanal also abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch sponsern oder spenden via Patreon, Ko-fi und noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt auch eine Lecture-Performance von mir buchen. Ja, und wie eben das geht alles und noch ein paar andere Optionen findet ihr. Ja, Link in der Videobeschreibung auch unten unter johanneswinkler.de/podcast. Da gibt es auch noch eine Mailingliste. Genau. Dann freue ich mich auf die nächste Episode. Bis nächstes Mal. Ciao.